Cyril Tröndli, 6-4 Sieg gegen GC Beach Soccer, 2 Goal gemacht. Kann man einen besseren Start haben in der Sudoku League? Nein, ganz klar nicht. Aber ich denke, wir haben uns auch sicher super vorbereitet auf das Spiel. Eben, wir haben seit dem Februar haben wir uns eigentlich auf das Spiel vorbereitet. Und jetzt ist uns der Sieg gelungen und es ist sicher wunderschön, das erste Spiel so gewinnen und dann noch 2 Goal schiessen. Ist auch nicht schlecht. Aber das ganze Team hat super gespielt, ich habe wunderschöne Bälle bekommen, sonst hätte ich die Goal eigentlich nicht schiessen können. Jetzt geht er, hat sein erstes Spiel in der Suzuki League. Wie tut man sich auf so ein Team vorbereiten? Man kennt es wirklich nicht, man weiss nicht, wie die spielen. Also mir hat es eigentlich gegeben, wenn wir immer ein bisschen als Underdog eigentlich ins Spiel gehen. Wir haben nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir haben sicher ein paar Sachen gehört, aber wir haben uns einfach so gut wie möglich auf unsere Spielzeuge vorbereitet und das Beste daraus gemacht, wie wir sehen. Jetzt sind wir aber letztes Jahr Dritter geworden. Wollen wir euch immer noch als Underdog bezeichnen? Ja klar, also wir haben es immer gerne, wenn man so in die Saison startet. Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Und das motiviert uns, Spiel für Spiel immer besser zu werden. Und klar. Jetzt heute sind wir recht schnell 5-0 in Führung gelegen. Was ist denn passiert, dass auf einmal die GC nochmal zurück ins Spiel gekommen sind? Ja, ich denke, wir hatten so ein kleines Abstimmungsproblem. Wir haben das erste Drittel haben wir super gespielt, wie wir es geübt haben. Und im zweiten haben wir nicht mehr so viel miteinander geredet. Ich denke, die Kommunikation müssen wir sicher noch schaffen, aber das kommt gut. Am Schluss haben wir euch fast noch beim Fitscher Schwindler bedanken, dass es doch noch die 3 Punkte gegeben hat. Ja, klar, wir sind natürlich unheimlich stolz, dass wir den Fitscher im Goal haben. Der ist sackstark. Und das bestätigt er, glaubt, für das, dass er der Nazi ist. Und er hat wirklich, wir können uns immer auf ihn verlassen, wenn uns ein Fehler passiert. Merci vielmals, Cyril Tröndli. Vielen Dank.